Südtirols Berge gehören zu den weltweit schönsten und zu den am meisten bestiegenen, im Sommer wie im Winter. Rund 200 Berg- und Skiführer haben diese Bergwelt zu ihrem Arbeitsplatz gemacht, nach einer aufwendigen und langen Ausbildung. Derzeit kommen rund 20 neue dazu. Bergführerausbilder Ingo Irsara und vier zukünftige Bergführerinnen und Bergführer sind kurz vor dem Start zu ihrer heutigen Übungstour. Noch erleben die vier die Skitour wie Gäste, die vom Bergführer geführt werden. Sie hängen förmlich an Ingos Lippen und beobachten genau, was er macht. Denn eines Tages werden sie an seiner Stelle Skitourenbegeisterte in die Südtiroler Berge führen. Die Ausbildung zum Berg- und Skiführer ist langwierig. Sie erstreckt sich über einen Zeitraum von mehr als 2 Jahren. Im Sommer geht es um Felsklettern, um Hochtouren, um Übungen wie das Gehen am kurzen Seil. Im Winter steht das Skibergsteigen oder Tourengehen im Mittelpunkt. Die Gruppe rund um Ausbilder Ingo Irsara steigt durch den Wald auf in Richtung Baumgrenze. Die heutige Tour führt auf den Zwölfer Kofel. Von Reuen ausgehend sind es rund 3 Stunden bis auf den Gipfel. Belohnt wird der Aufstieg mit einer wunderbaren Abfahrt und einem atemberaubenden Panorama. Im Wald üben die 5 zunächst die sogenannte Y-Spitzkehre. Flach, die letzten Meter wäre ich flach, dass ich einen guten Stand habe. Dran Ski. Gehe flach weiter, Stickel. Und danach fange ich wieder um, langsam nach oben. Die gleiche Steilheit wieder weiter zu gehen. Im Wald, ab und zu mache ich das. Je nachdem, gell? Je nach Situation nutze ich das auch. Und je nach eben. Wer ich hinter mir habe. Ich kann auch normale Spitzkehre machen, ganz normal wie wir machen. Das ist eher ganz leicht für die Leute, wie sowas einfach flach wird. Ich brauche die Spitzkehre nicht in Steilen zu machen. Einfach die letzten Meter wäre ich flach. Spitzkehre machen, flach. Deswegen schaut es aus wie ein Y. Es geht um Verantwortungsbewusstsein und darum, nicht nur für sich, sondern auch für andere Verantwortung zu übernehmen. Gerade im Winter ist das ein besonders heikles Thema. Immer mehr Bergbegeisterte zieht es im Winter abseits der präparierten Pisten hinauf in tief verschneite Hänge und auf einsame Berggipfel. Doch manche sind sich der Gefahren nicht immer bewusst oder unterschätzen diese. Das ist ein großes Thema. Ich glaube, dass wir in Südtirol ein sehr großes Wissen zum Thema Bergsteigen haben. Der ganze Bereich Skitour ist eine neue Disziplin, die einen enormen Zulauf in den letzten Jahren gekriegt hat.
wo vielleicht die ganze Herangehensweise noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen genauer geschult werden könnte, um auch das Risiko, nicht die Gefahr, aber das Risiko ein bisschen zu minimieren. Und ich sehe da schon den Bergführer vorneweg als Ersten, der zwar immer an der Spitze ist und dementsprechend auch der größten Gefahr ausgesetzt ist, das ist klar, das im Hinblick auf die Aussagen, wenn wieder einmal irgendwo eine Lawine ausgelöst wird von einem Bergführer, ja, warum genau der Bergführer? Weil er vorne ist. Ja. Im anderen aber auch, dass er in seinem Verhalten, in dem Bild, das er gibt, wie er sich verhält, vielleicht auch imstande ist, Multiplikator zu sein und eine Kultur zu schaffen, wie man sich dem winterlichen Bergsteigen annähert. Verantwortung, aber auch vermitteln können, dass man genau weiß, was man tut. Das ist eines der wichtigsten Ziele bei der Ausbildung der Südtiroler Skiführerinnen und Skiführer. In den nächsten 10 Tagen werden sie alle täglich die Einschätzung der Steilheit des Geländes üben, das Gehen in der Gruppe und vor allem das Legen der richtigen Spur in Richtung Gipfel. Herr Keil! Herr Keil! Mittlerweile haben Ingo und seine Gruppe den 12er-Kofel erreicht. Eine schöne Pause. Nach einer kurzen Pause geht es aber auch schon weiter. So lässt sich's leben. Gell? Denn während die Gäste die Aussicht und die Stärkung genießen, sollte sich der Bergführer bereits ein konkretes Bild von der bevorstehenden Abfahrt machen. Im Idealfall hat er einen genauen Plan. Sie sind einmal beschäftigt, einmal mit durchzuessen. Ich schaue mir das in 5 Minuten, habe ich das geklärt. Aha. Links kann ich fahren, rechts kann ich fahren. Da hinten muss ich aufpassen. Und da ist schon ein bisschen die Taktik, was ich dann noch mache während dem Fahren. Wie die Vorherrenweise, wie das Plan genau, wie genau da ich fahren muss. Anhaltspunkte, aha. Da unten kann ich stehen, Sammelplätze. Ein bisschen definieren. Logisch kann das dann noch im Hang auch wie anders sein, aber so, nicht das nachmessen, ja, vielleicht müssen wir schauen. So, nie schon alles, auch wie ich nie da gewesen bin, habe ich schon einen Plan. Mit einer tollen Abfahrt belohnen sich die angehenden Berg- und Skiführer und ihr Ausbilder. Sie fahren einzeln ab, um die Zusatzbelastung der Schneedecke so gering wie möglich zu halten. An vorher genau definierten Sammelpunkten, die lawinensicher sind, treffen die 5 wieder aufeinander. Morgen heißt es fit sein. Denn morgen steht der praxisnahe Theorieunterricht auf dem Programm Wetter- und Lawinenkunde. Man muss da dazu sagen, die rote Linie ist eher entlang der Idealspur und es hat auch eine Spur gegeben. Am nächsten Morgen sind im Theorieraum Fabio Geser und Lukas Rastner vom Lawinenwarndienst des Landes als Experten zu Gast. Zunächst erklärt Ausbildungsleiter Erwin Steiner, worum es heute geht. In dieser Theorieeinheit lernen die angehenden Bergführerinnen und Bergführer, wie ein Lawinenlagebericht zustande kommt und wie man ihn richtig interpretiert. Die Grundlagenforschung bzw. neueste Erkenntnisse anhand von Lawinenabgängen und die aktuelle Schneelage sind nur einige der Parameter, die in den Lawinenlagebericht einfließen. Der wichtigste Teil ist die Erstellung eines sogenannten Schneeprofils. Die Gruppe macht sich von Nöslach am Brenner durch das Schmirntal auf den Weg in Richtung Kasern. An einer geeigneten Stelle zeigt Lukas Rastner, wie ein Schneeprofil erstellt wird. Dabei wird der Querschnitt einer Schneedecke sichtbar
und deren verschiedene Schichten samt Struktur und Zusammensetzung analysiert. Zweimal aus dem Handgelenk. Es können Hinweise auf unterschiedliche Parameter wie Härte, Schneeart und Wassergehalt des Schnees gesammelt und analysiert werden. Durch diese Parameter lassen sich besonders Rückschlüsse auf die vorangegangenen meteorologischen Einflüsse ziehen. Zusätzlich können weitere Hinweise über die Lawinengefährdungen in unmittelbarer Nähe rund um das Schneeprofil gewonnen werden. Nach einem Neuschneefall kann man so auch feststellen, wie gut sich der Neuschnee mit dem Altschnee verbunden hat. Also im Normalfall sind wir beim Lawinenwarndienst, wenn wir im Gelände unterwegs sind, suchen wir eigentlich die gefährlichen Stellen, die interessanten Stellen, wo wir uns die Probleme in der Schneedecke erwarten. Dann sind wir so gesagt mit den Turnski unterwegs, suchen uns das und vor Ort machen wir dann, auch, so wie man es im Hintergrund sieht, eben ein Schneeprofil. Beim Schneeprofil grabt man einfach ein Loch in die Schneedecke, misst die Temperatur in die verschiedenen Höhen oder Tiefen von der Schneedecke, schaut sich die Kristalle an, die Größe von den Kristallen, Krusten, Schwachschichten, eben man sucht Schwachschichten und so weiter. Und zum Schluss macht man dann meistens einen Stabilitätstest, um eben zu schauen, okay, ist die Schneedecke auslöse, freudig oder nicht, oder ist sie eigentlich gut aufgebaut, ist sie schlecht aufgebaut und so weiter. Nun sind die zukünftigen Bergführer an der Reihe. Jeder einzelne von ihnen erstellt sein eigenes Schneeprofil unter den wachsamen Augen des Experten. Was für den Lawinenexperten täglich Brot ist, ist für viele Freizeitsportler oft nur einen kurzen Blick ins Internet wert. Doch der Lawinenlagebericht hat mehr zu bieten als nur ein paar Zahlen. Wiederholt man sich eh allem wieder. Das wird beim Wetterbericht, wenn man die Symbole anschaut, Sonne, Wolke, Regen, dann geht viel Information flöten, hast du auch gesagt. Das heißt, ich muss im Wetterbericht lesen. Genau das Gleiche gilt beim Lawinenlagebericht. Wenn ich allein auf die Nummer schaue, also auf den Grad, die Gefahrenstufe, also gering, mäßig, erheblich, groß oder sehr groß, dann frigiere ich mir so ein bisschen selber, weil ich dann eigentlich die ganze wertvolle Information, die was effektiv im Text drinnen steht, nicht annehme, die was mir angeboten wird. Und wenn ich mir da Zeit nehme, den genau durchzulesen und das zu verstehen, dann hole ich eigentlich viel außer und kann dementsprechend auch meine Tour planen und dementsprechend mit weniger Risiko im Gelände unterwegs sein. Für einen Bergführer ist das definitiv zu wenig, ganz klar. Weil er ein bisschen mehr wissen muss und in der Planung diese Instrumente auch ganz, ganz gut sind. Aber deswegen sind wir jetzt im Gelände unterwegs, um zu verstehen, was in der Schneedecke drinnen los ist, oder? Und um zu verstehen, welche Prozesse die Schneedecke durchmacht, um aus dem heraus vielleicht zusätzlich sich ein Bild machen zu können, wenn er dann am Berg im Gelände unterwegs ist. Aber auch da, das ist, glaube ich, Heinz schon ganz stark angesprochen worden, ist die Lawinengefahr irgendwo ein fixer Wert. Wie ich mit dem aber umgehe, also welches Risiko ich der Gefahr gegenüber bereit bin einzugehen, das entscheidet dann der Bergführer selber in die Entscheidungen, die er unterwegs trifft, aber vor allem in seinem Verhalten, das er an den Tag legt. Am nächsten Tag im Skigebiet Ladurns, unweit der Edelweißhütte. Hier wurde vor einigen Jahren ein sogenanntes Lawinencamp eingerichtet. Hier kann geübt werden, was im Notfall zu tun ist. Erwin Steiner erklärt einer der beiden Teilnehmergruppen zunächst, wie das Lawinensuchgerät korrekt verwendet wird, wenn nach einem verschütteten Kameraden gesucht werden muss. Dem ist anzunähern. Ja. Ganz klar, Alben nach. 0,9. Ich meine, das ist in der Realität schon viel näher dran, wie man kennen wird. Wenn jemand mehr als einen Meter verschüttet ist, dann kommen wir auf die 0,9 mehr hin. Merkt man, ist der 0,9, vor allem in gerade Linien weiter, 0,8. Vor allem ist ein regelmäßiges Üben dieser sogenannten behelfsmäßigen Rettung besonders wichtig. Also es wird leiser und ich bin falsch. Wenn wir von behelfsmäßiger Rettung reden, in erster Linie um Koordination. Also dass diese Rettung auch irgendwie organisiert wird von einem der Teilnehmer, von einem der Anwesenden. Und da geht es jetzt nicht allein um Bergführerkunde, das passiert auch bei
privaten Gruppen, die unterwegs sind, weil die größte Fehlerquote sicherlich darin liegt, dass einfach Chaos herrscht. Es ist eine absolute Stresssituation und es werden ganz viele Fehler in der Organisation begangen. Der Hauptfehler in meinen Augen ist schon einmal, wenn man mit diesen Geräten, wenn man im Hintergrund sieht, suchen geht, dann müssen alle Geräte, die nicht verschüttet sind, umgeschaltet werden auf Empfangen oder ausgeschaltet werden, dass sie überhaupt keinen Ton mehr geben. Wenn es nämlich so ist, wie es leider Gottes oft passiert, dass einer der Teilnehmer vergisst, das Gerät um- oder auszuschalten, dann sucht derjenige nicht den Verschütteten, sondern der, der draußen noch daneben steht. Funktioniert die Koordinierung eines Notfalleinsatzes, kann bei der sogenannten behelfsmäßigen Rettung mit Mehrfachverschüttung dank modernster Technik relativ schnell geholfen werden. Doch schon allein die Vorstellung, dass hier wirklich jemand im Schnee liegt, ist für die Bergführeranwärter nicht ganz ohne. Voll alleine angegangen ist, dann ist man auch schon unter Stress nicht. Und unter Stress, dass man das genau noch Ding macht, muss man einfach viel üben. Nicht. Ja, das ist oft zu probieren und das Gerät muss man kennen und nein, muss man schon ein paar Mal tun. Etwas weiter unterhalb des Lawinencamps übt eine zweite Gruppe die Bergung eines einzelnen Verschütteten. Bergführerausbilder Maurizio Lutzenberger zeigt jedem einzelnen der Anwärter den Einsatz des Suchgerätes und der Sonde. Da ist die Linie, gell? Das ist deine Landebahn. Okay. Jetzt auf den Boden neu, kriechen. So, okay. Mit der Hand weiter. 3, 2, 9. Erst mit der Hand weiter. 2, 4, weiter. Weiter, weiter. Das Reif fertig. Handwechsel. Also da. Okay, das ist unser Zentrum jetzt. Markieren. Kommst auf der Talseite. Okay. Passt. Die Koordination, in allgemein ist die Rettungsaktion, die behelfsmäßige Rettungsaktion, als erstes braucht es einen Koordinator. Einer, der genau weiß, wie die Prozedur funktioniert. Ohne den wird es automatisch schon zu einem Chaos. So, jetzt haben wir die Tiefe, jetzt gehen wir weiter. Jetzt nach vorne. Jetzt können wir leicht nach vorne gehen. Gleich mal die Atmungswege suchen, gleich mal Kopf und Brust. Brust muss frei sein. Hast den Kopf freigelegt. Ja, unter Umständen in der Realität wird man sich zum Schluss auch eventuell auf die Handschuhe ausziehen, mit der warmen Hand dann putzen. Das ist ganz ein gutes Gefühl, gell? Wenn das andere können wir wegtun. Und jetzt bleibt einer beim Kopf und schaut, dass das Kopf jetzt geschützt bleibt und die anderen schaufeln jetzt natürlich den Rest vom Kopf raus. Ein gutes Gerät hat und das gut geübt hat, findet man den richtigen Punkt relativ schnell. Aber das größte Teil von der Rettungsaktion liegt natürlich ans Freilegen. Und Freilegen muss man das geübt haben. Was ganz, ganz wichtig ist natürlich, dass man nicht oberhalb der Sonde, wo der Treffer auch ist, nicht dort schaufelt, sondern abseits von dem Punkt, damit man den Verschütteten eine eventuelle Atmungshöhle, die er zufällig dann hat, und ihnen ermöglicht auch zu überleben, damit man die nicht kaputt macht. Am Tag danach ungefähr 100 Kilometer weiter westlich. Gleich hinter der Grenze am Reschen startet eine Gruppe angehender Berg- und Skiführer mit Ausbilder Michi Andres zu einer weiteren Mustertour. Okay. 2. Von Nauders geht es hinauf durch das Saletztal auf den Mataunkopf auf 2890 Meter Höhe. Eine einfache Tour, die aber aufgrund der geringen Schneelage und verborgener Steine auch gefährlich werden kann. Je weniger Schnee wir haben, umso schlechter ist der Schneeaufbau. Wenn wir zum Beispiel den Winter nehmen, wo wir Unmengen Schnee gehabt haben, in Südtirol, wo die den Lawinenlagerberichte und so weiter allem sehr hoch war, haben wir keinen einzigen Toten gehabt. Und nicht, weil die Leute nicht gegangen sind, sondern
weil die Schneedecke umso sicherer ist und je mehr Schnee liegt eigentlich. Und umgekehrt ist es momentan so, wenn der schneearmen Winter, haben wir eigentlich relativ viele Unfälle, weil sich die Leute dorthin konzentrieren, wo der Schnee liegt, in die Rinnen rein, sein Maulform. Und genau dort ist eigentlich meistens die gefährlichste Situation. Mit dem geschulten Auge des erfahrenen Bergführers legt Michi seine Spur in Richtung Gipfel. Für ihn ist diese Spur wie seine ganz persönliche Unterschrift. An ihr erkennt der Fachmann, ob derjenige, der vorausgeht, auch wirklich weiß, was er tut. Heutzutage glaube ich, dass die Aufstiegsspur das ist, mit dem du dich am meisten auszeichnen kannst. Man erkennt sofort den Unterschied, ob jemand eine Spur gezogen hat, der war selbst verstärkt. Und eine schöne Spur legen heißt viel vom Schnee verstehen. Gell? Und das Gelände genau ausnützen und den richtigen Weg suchen eben. Und die Spur soll gleichmäßig sein, also gleichmäßig anstrengend. Sie soll bequem sein, aber vor allem muss sie sicher sein. Also das Wichtigste ist, dass sie sicher ist, aber so sicher als notwendig und so bequem als möglich. Auf den, den man begleitet, eingehen. Auf die ganze Gruppe schauen. Gerade darin liegt der große Unterschied zum privaten Tourengehen, obwohl das sicherlich auch für private Gruppen gilt. Für die auszubildenden Bergführer ist die Tour auf jeden Fall eine völlig neue Erfahrung. Ich tue halt so mal drei. Definitiv eine neue Situation, gell? Es ist, wenn du mit den Kollegen unterwegs sein. Ja, da teilt man sich die Verantwortung nicht und sagt, wie tust du da, wie fühlst du dich? Und so habe ich für alle zu entscheiden. Das ist sicher eine ungewöhnliche Sache, wo man gewiss reinwachsen muss. Was man nicht von heute auf morgen kann. Und ich denke, es steht da ein Lernprozess. Nicht? Also ich persönlich muss sagen, ich kenne mich inzwischen, ich bin selber mal in der Lawine auch drin gewesen, wo ich das Lot nicht richtig hingebracht habe, vorher ausloten. Und das lernen wir auch bei der Ausbildung, zu sagen, daheim fangen sie an. Wie ist es in dem Gebiet? Geht überhaupt hin? Ist es doch schon mal potenziell gefährlich? Gibt es ein anderes Gebiet, was eigentlich weniger gefährlich ist? Weil ich kenne mich selber, wenn ich unter einem Hang stehe oder ober einem Hang stehe und das ist eine super Pullfreude, dann ist das Risiko, dass man sagt, nein, das wird schon gehen. Obwohl man es genau weiß, ist es viel größer. Also einfach vorher. Vorher schon einschätzen und sagen, nein, da gehe ich gar nicht hin. Dann komme ich nicht in die Situation zu sagen, reizt mich so viel, weil man, da ist die Grenze, ist ganz schwierig zu sagen, wo ist es jetzt wirklich. Doch genau diese Grenze ist es, worum es am Ende geht. Dabei suchen die meisten Tourengeher alle dasselbe. Den Aufstieg durch unberührte Hänge, das Gipfelerlebnis, die tolle Abfahrt fernab vom Trubel der Pisten und das einmalige Bergpanorama der schönsten Gipfel unseres Landes. Und das ist in gewisser Weise jetzt mal wieder wie eine Erstbegehung, wenn ich einen Berg finde, wo eben keine Spuren sein. Und das ist sicher eine Hauptaufgabe von den Bergführern, Touren zu suchen, wo noch keine Spuren auffinden.